Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Bakery Shop Simulator. Das muss ich gerade kurz überlegen. Ja, sage ich jetzt den englischen Titel oder den deutschen Bäckerei Shop Simulator? Okay, wir sind immer noch am Abend. Ich bin noch nicht, habe noch nicht gespeichert beim letzten Mal. Deswegen gehen wir jetzt mal nach Hause, speichern das, ja, zahlen unseren netten Bäcker hier aus, der für uns die Leckereien zaubert. Das Einzige, was ich doof finde, der zeigt uns immer den Rücken, oder? Schon crazy. Ja, ich meine, ein schicker Rücken kann auch entzücken, aber. Hallo? Guckst du uns mal an? Hallo? Aus Peter? Ich glaube, der mag uns nicht so. Naja. Ich mach mal noch ein italienisches Laibbrot. Dem. Und dann schaue ich mal, was haben wir denn hier noch? Oh, geht noch, oder? Okay, also es geht los. Unser erster Kunde ist wieder da. Ziel für heute ist es, so viel Geld zu machen, dass wir eine neue Maschine kaufen können. So, Graubrot, Stangbrot habe ich ja hier noch zu liegen. Und ein italienisches Brot. Kein Problem. Haben wir alles. Zack. Kunde glücklich und wir auch. Ein italienisches Laibbrot. Nee, Quatsch. Wollen wir noch einpacken? Mensch. Kommen wir nur zwei raus, ne? Muss man schon ein bisschen mehr backen von. So. Ich schau mal, ob ich so viel nachmachen kann, dass wir von jedem mindestens drei da zu liegen haben. Deswegen brauchen wir noch ein italienisches Brot da unten. So. Und hier oben, ich glaube, das sind noch drei, ja. Ist hier mal mehr. Ja, Brötchen mit Glasur und Haferkekse. Ja, und Graubrot kommt dann auch noch dazu. Stangenbrot. Zack. Und das Französische. Also, der macht hier Brotparty. Der will nichts Süßes. Ja, komm mal her. So, ich bestelle mal gleich wieder nach. Die Brötchenglasur. Genau. Kurz zu überlegen immer. Da. Stellen wir wieder im Regal. Zack. Also 175 Dollar kostet diese Schokoladenheizung oder wie das hieß. Kekskuchen. Tzatziki und Stangenbrot. So. Bitteschön, der Junge hier. Und wieder schön ordentlich verpacken. So. Upsi. Schon überall entgegenlaufen. Zack. Graubrot. Ich mache erst Graubrot. Weil da kriegen wir auch immer nur zwei raus. Also die Maschinen da draußen laufen. Lebkuchen, italienisches Brot und ein französisches. Stellen wir das noch hin? Geht das so? Geht. So, das nächste ist fertig. Und wieder verpacken. Sehr schön. 182 Dollar haben wir. Aber ich glaube, Mehl brauchen wir ja fast immer, ne?
Oder mal noch mal was rein hier. Sind mal 30 aktuell. Was will er denn? Lebkuchen, Stangenbrot, Patschiki. Dann nehmen wir das erstmal. Lebkuchen. Und Stangenbrot. So. Und einmal abscannen. Vielen lieben Dank. Dann haben wir nochmal das Französische. Und ich lege nochmal Stangenbrot nach. Na, komm her hier. So. Italienisches Leibbrot. Graubrot. Und italienisches Brot. Hängt wieder schön in der Luft. Das ist halt einfach Magic, ne? Nein. Ja, jetzt haben wir wieder einmal die falsche Taste gedrückt, aber... Ne? Ist ja normal bei mir. Oh. Wieder schön schief hier oben raufstellen. Oh Mann. Ist der Stuhl hier vorne, ne? Der nervt mich ja gerade so ein bisschen. Ich stelle mal hier gleich wieder eine Ecke. Tschüss, Stuhl. Komme ich viel besser ran hier. So. Graubrot, italienisches und... Was war das andere? Haferkeks. Okay. Haferkekse. Die können wir auch mal nachlegen. Gleich mal reinhauen hier. Wo sind sie? Da. Und hier war hier noch irgendwas fertig? Nein. Ich dachte. Ja, das Leibbrot und italienische, also generell italienisches Leibbrot und normales Brot. Das fehlt auch schon wieder. Hm. Hier oben haben wir noch zweimal Kuchenkeks oder dreimal. Die stehen manchmal so ein bisschen ineinander. Dass man das gar nicht so richtig sieht. So, hier haben wir die Haferkekse. Und ich mache noch das italienische Brot. So, der hätte gerne Kekskuchen. Ja, jetzt sehen wir es. Ja, waren noch drei. Französisches und Stangenbrot. Aber das alte Brot hier wegmachen, ne? Und dann das Leibbrot nochmal. Leib. Mal hier. Wieder ordentlich verpacken. Ja, ich nehme wieder das ganze Ding. Immerhin 5 Kekse drauf, ne? So, der hätte gerne französisches Brot. Lebkuchen und italienisches. Einmal scannen. Mhm. So, jetzt müssen wir das hier aber erstmal wegräumen. Damit wir wieder Platz haben. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Aber ja, wir können es auch oben raufstellen. Ist ja kein Problem. So. Huch. Ich bin verwirrt. Hallo?
italienisches Leibbrot. Pack ich mal ein. Haben wir hier gleich. Ganz frisch aus dem Ofen wieder. Kekskuchen. Ja, geht heute ein bisschen besser. Und Lebkuchenmännchen. Ja, Mai. Haben wir das schon Weihnachten? Ah, das Brötchen oder so? Upsi. Habe ich hier was Falsches hingestellt? Oh. Ich hoffe, das ist jetzt Lebkuchen. Also, warte. Oh nein! Oh nein! Wir haben den Kunden verprellt. Mist. Das Brötchen da so, warum steht denn das bei Lebkuchen? Ich das jetzt alles falsch hingestellt? Nee. Okay, wir müssen ganz schnell Lebkuchen herstellen. Da habe ich ein bisschen was versemmelt, würde ich mal sagen. Ja. Gut, dann machen wir das Leibbrot wieder zurück. Und den Kekskuchen auch. Ja, das war jetzt nicht optimal. Passiert. Ja, mal wieder Lebkuchen und Stangenbrot. Muss ich das hier mal mopsen? So. Stangenbrot haben wir hier. Diesmal hat es wieder geklappt. Uiuiui. Ich würde mal sagen, es war nicht so wirklich durchorganisiert, ne? Nein. Was stellen wir hier hin? Boah. Passiert. Und hier haben wir nochmal das Leibbrot. Italienisches Brötchenglasur. Oh, das müssen wir auch nachlegen. Schnell nach oben scrollen. So, was war das andere? Lebkuchenbrötchen. Brötchen haben wir jetzt genug, ne? So, sehr schön. Sternchen ist bald voll. Ich weiß ja nicht, was es bringt, ne? Wenn das Sternchen da oben, oder oh, es sieht eigentlich schon voll aus. Ob das irgendwelche Folgen hat. Also positive hoffentlich, wenn. Ich mache mal noch ein italienisches. Ist da. Leibbrot. Kekskuchen und Patschiki. Kekskuchen brauchen wir dann auch wieder. Ah, Kekskuchen ist hier oben. Ja, das war jetzt ein bisschen doof, ne? Naja, was soll's. Brötchen, Stangenbrot, das haben wir hier oben noch. So. Und nochmal Lebkuchen, können wir auch nochmal nachlegen gleich. Lebkuchen. Juckt ja schon so ein bisschen in den Finger, die andere Maschine zu holen, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, keine gute Idee. Oh, das Aufstellen hier oben, ne? Kein Vergnügen.
Das will nicht so, wie ich das will. Ach, egal jetzt. Stell das mal hier hin. Französisches Lebkuchen. Mal hier. Und Stangenbrot. Uiuiui. Stangenbrot brauchen wir wieder. Okay. Dann machen wir das als nächstes. Das ist ganz oben. Haben wir aber das Richtige im Regal? Oh Mann. Italienisches Laibbrot. Haferkeks. Und das normale. So, mal gucken, ob ich das jetzt alles abgescannt bekomme. Ja, das geht. Neues Brot, frisches Brot, heißes Brot, leckeres Brot. Gut, was fehlt uns? Leibbrot nochmal. Das Schleibbrot. Und das hier war Kekskuchen hier oben. Und wir brauchen wieder Lebkuchenmännchen. Leibbrot. Und italienisches Brot. Ja. Also ich sag mal, wenn man so für sich selber spielt, ne, dann macht es auf jeden Fall Spaß. Aber ja, letztendlich, ihr seht ja, es wiederholt sich gerade alles. Da kann man irgendwie gar nicht so wirklich viel dazu sagen. Außer Brot machen, scannen. Danke für Ihren Einkauf. Italienisches Brötchen Glasur. Nee, das ist das. Und was war denn das jetzt? Das Leibbrot auch nochmal. Komme ich da hinten nicht zum Scannen ran, oder? Doch. Doch, doch. Scannen. Das Leibbrot schon wieder nachmachen. Das hatte ich jetzt einmal, ne? Huch, heute ist wieder Brottag. Ja. Wir haben 18 Uhr mittlerweile. Ich freue mich schon richtig darauf, mal wieder andere Sachen hier zu stehen. Das können wir uns auf jeden Fall leisten heute. Französisches, das müssen wir auch noch machen. Und italienisches. Ganz leer sind wir noch nicht. Genau, davon hatten wir keinen Karton mehr zu stehen. Bei den anderen, ja, ist noch da. Da-dam, da-dam. Aber Sternchen sagt irgendwie nichts aus, ne?
Italienisches Leibbrot. Stangenbrot und Graubrot. Okay, hier gibt es wieder eine Brotparty. Boah, und Klaus Peter zeigt uns immer nur den Rücken. Ja, er mag uns, glaube ich, nicht wirklich. Der denkt, sie muss ihn den ganzen Tag schuften. Für 20 Dollar. Ist ja nicht besonders viel, ne? Graubrot, können wir auch noch mal. 19 Uhr, boah, zwei Kunden, denke ich, kommen noch. Pachiki, italienisches und Haferkeks. Hafer haben wir hier. Pachiki haben wir auch da. Zack, und das italienische haben die natürlich auch. Mal abgesehen von den einmal, ein gutes Management. Schon die halbe Miete, ne? Machen wir nochmal italienisches. So. Schön. Dann ist der nächste Tag auch gleich wieder rum. Pachiki, italienisches Leibbrot. Also auch leer. Oder aber noch genug zum Verpacken und Lebkuchen. Bitteschön. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, einer kommt, glaube ich, noch. So, einmal recken und strecken, tief durchatmen. Stangenbrot, Kekskuchen, Lebkuchenmann. Stangenbrot, Lebkuchenmann. Und hier oben haben wir den Kekskuchen. Und noch einmal ein Leibbrot verpacken. Et voilà. Dann haue ich mal hier noch ein Stangenbrot hinterher. Ja, und dann warten wir, glaube ich, auf den letzten Kunden schon. Für heute. 600 Dollar. Ich glaube, das ist das Höchste, was wir jemals in der Kasse hatten. Sehr schön. Ich freue mich, ne? Nicht, achso, wollte gerade sagen, habe ich hier nicht was in Auftrag gegeben? Nee, kommt kein Kunde mehr. Oh, okay. Ich dachte. Vielleicht war ich doch ein bisschen schnell. Mal abgesehen von den verbrannten Kunden. Ja, keine Ahnung. Hm. Hallo. Egal. Wir kaufen jetzt erstmal die Maschine, bevor ich hier wieder einpacke. Das war die Schokoladenheizung. Right? So. Und da können wir herstellen mit der Schokoladenheizung. Das. Ein Schokoladensnack. Yummy, 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 yummy. Sieht so unordentlich aus, ne? Ich glaube schon, aber kommen wir das jetzt auch nicht mehr hin. Aber was hat das Sternchen da oben zu bedeuten? Das würde mich wirklich mal interessieren.
So, Schokoladensnack haben wir. Dann geht jetzt noch das Eclair. Sieht lecker aus. Oh Gott. Yummy, yummy, yummy. Na gut. Da kommen nur drei raus. So, stellen wir das dann hier hin. Schokoladenüberzug. Das ist ja eigentlich hier unten noch hin, ne? Ach, das sind sogar vier. Das habe ich gar nicht gesehen. Moment. Machen wir nochmal raus. Ich will den da hinten haben. Ach so. Pack das automatisch in die Mitte. Oh, why not? Gut. Schokoladenheizung. Oh, hier bräuchten wir allerdings die Sahnepistole dazu. Deswegen kann ich hier wahrscheinlich auch nicht drauf drücken, dachte ich mir. Und hier brauchen wir. Oh. Der macht gerade Krapfen, oder? Okay. Oh, hier geht auch noch was. Ah, das waren die Eclairs. Die sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Bisschen klein, oder? So. Ich weiß ja nicht. Anders halt. Ja, das sind da Donuts und keine Krapfen. Leute. Hallo? Ich spring mal hier hoch. Wollen wir mal von oben gucken. Das sind Donuts. Wie heißen die? Ich hab das richtig gelesen. Ach, die heißen ja auch Donuts. Wie komme ich hier auf Krapfen? Wieder voll verplant. Aber ich glaube, da stand irgendwas mit Krapfen und deswegen. Ja. Naja. Nicht weiter darüber nachdenken. Erstmal das hier weglegen. Und dann gucke ich mal, ob ich hier noch was mit der Schokoladenheizung herstellen kann. Ja, genau. Ah, das ist definitiv wieder ein Fehler. Schaut mal. Ich habe auf Krapfen gedrückt. Also das heißt hier drinnen Krapfen. Und wenn ich das raushole, heißt es Donut. Das geht natürlich nicht, war klar. Hier. Geht das? Gebäck geht noch. Gut. War ein bisschen fehlerhaft auf jeden Fall noch, das Game. Da muss man dann natürlich auch aufpassen, dass man halt wirklich. Das Richtige herstellt, ne? So, die Donuts sind hier oben. Ich habe jetzt irgendwie noch kein Beispielobjekt mehr zu liegen. Kann ich mir das ja mal merken. Oder ich stelle gleich noch einmal her. Nochmal krapfen, wo den Donuts rauskommen. So, hier haben wir noch ein Gebäck. Guck ich, ist hier noch irgendwas? Ja, der Muffin kommt noch dazu. Holla die Waldfee. Das sind schon einige Produkte mehr jetzt. Das sieht irgendwie so eher aus wie Apfeltaschen, Kirschtaschen oder sowas. Stellen wir das jetzt hin? Hier unten? Das machen wir mal hier unten her. So. Dann noch das Tablett hin, damit wir wissen, was da steht. Und Muffins. Ja, da mache ich jetzt noch einmal Krapfen, also Donuts. Ja, das schaut aus hier irgendwie wie Vanille. Muffin. Die stellen wir dann mal hier hin. Und so. Und noch einen haben wir noch. Ja, also ich würde halt gern von jedem mindestens drei zu stehen haben, bevor wir an den neuen Tag gehen.
Deswegen mache ich jetzt noch einmal das italienische Leibbrot. Sie haben keine Zutaten mehr. Eieiei, haben wir so viel versemmelt? Gut, Zutaten. Dann kaufen wir wieder so ein, dass wir überall 20 haben. Jam, Nüsse, Rosinen. Das ist ja fast alles hier. Ah, wir hatten keine Hefe mehr. Das war's. Nur noch $269. Und die Krapfen. Das Leibbrot. Ach nee, hier können wir alle. Stimmt, ich wollte einen behalten. Ah. Die waren schon hier oben, ne? Genau. Jetzt haben wir ein bisschen viel davon. Wir haben schon gekauft. Ich krieg die anderen Kisten hier nicht mehr rauf. Hallo? Stellen wir einfach daneben. Also auf der Theke kann ich zur Not dann auch noch die Sachen legen. Jo. So, jetzt schaue ich hier nochmal alles durch. Hiervon haben wir zwei, drei Lebkuchen. Lebkuchen müssen wir noch machen. Da waren auch nicht mehr so viel. Oh, Brot sieht gut aus jetzt. Nee, hier oben hin. Und gut, ja, den Lebkuchen, den werde ich gleich noch reinlegen in der Auslage. Das war es jetzt aber für diese Folge. Wir haben, wie viel neue? Wir haben Donuts, wir haben Eclairs, wir haben Schokogebäck. Das sind schon mal drei neue Sachen, die auf dieser Seite stehen. Und hier haben wir nochmal Gebäck und Muffins. Also fünf neue Produkte. Ich bin gespannt. Wie gut die laufen. Definitiv. Machen wir mal ein Bildchen davon. Ich nenne es jetzt einfach mal Krapfendonut. Okay? Also, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, obwohl es langsam doch ein bisschen eintönig wird, lasst ein Like da oder abonniert den Channel einfach. Oder ihr könnt halt auch mal schauen, mich vielleicht live abends bei Twitch zu erwischen. Auf twitch.tv/Chanella. Also, bis dann, ihr Lieben, für die Servus und goodbye.